Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 58 von Princess from the Blocky. Und wir haben immer noch eine Menge schreiende Kinder, die mich in den Wahnsinn treiben. Aber hey! dang it! Jetzt brauche ich mein Dokument. Offizierin oder verdeckte Operatorin? Ich weiß nicht mehr, ob wir das. Ob wir das vorbestimmt haben. Haben wir das drinne? Das ist ja jetzt ein bisschen Krise. Schau mal. Mulan. Schneewittchen, Ariel. Mulan. Ha, nö, einfach nur höchste Karriere im Militär. Offizierin. Oh, es ist so kalt. Ich habe mir auch gerade einen Kaffee gemacht. In der Offizierslaufbahn verdienst du Medaillen und durchläufst militärische Ränge. Der höchste Rang ist der des Großmarschalls. Verbessere deine Führungsfähigkeiten, indem du andere befehligst und deine körperliche Fitness perfektionierst. Kein Großmarschall kann von einem ahnungslosen Rekruten vom Thron gestoßen werden. Oder verdeckte Operatur. Oh. Verdeckte Operatorin. Der Wusstsein, verdeckte Operatorin ist der Bereich des Militärwesens, über den niemand spricht. Du musst geheime Aufgaben ausführen, bei denen du Wanzen platzierst und ahnungslose Sims abzuhören. Also ich glaube, Mulan, wir machen den Klassiker. Also ich glaube, das passt schon ein bisschen. Passt schon ein bisschen besser. Let's go! So, Arielle ist zu Hause. Befördert! Na, endlich! Pocahontas wurde befördert. Nice. So gefällt uns das. Dann haben wir. Befördert zu vierter Leutnant. Mulan wurde befördert und ist jetzt vierter Leutnant. Sie verdient jetzt 18 Monate mehr bestimmt. Ey! Halt, stopp! Sie verdient jetzt 18 Monate mehr bestimmt, was ein Stundenlohn von Iskan 140 Moleons pro Stunde. Lalala. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten. Fahnenmast mit militärischen Zwecke, Luftmedaille und neue Kleider. Okay. Die Medaille, sehr, sehr gut. Die können wir direkt hier, zack, hier reinpacken. Dann haben wir hier 1000 Tricks und einen Begleiter lesen. Sissy, also das, schreiende Kinder und so. Da war doch was. Krise. Sehr, sehr schön. Was mit Ariel? Müde. Nee, guck mal, Ariel. Ariel, das ist dein Bett. Geh doch einfach schlafen. Guck mal, bevor du hier komplett Krise schiebst und Pocahontas. Hier haben wir jetzt. Ja, sehr gut. Das ist eh schon voll. Pocahontas, du könntest einmal ganz kurz duschen gehen. Schluckauf des Grauens und dann schlafen. Dann geht's uns bestimmt besser. So, Leia. Nee, nicht den Wetterbericht sehen, aber du könntest hier TV Staffelpremiere auf jeden Fall gucken. Da müssen wir ja noch fertig werden. So, Schneewittchen, sehr gut, komm mal her. Wir haben 1000 schreiende Kinder hier oben. Und du könntest zum Beispiel hier mehr Auswahl, Babypflege, schon mal die schmutzige Windel wechseln. Und auch hier mehr Auswahl, Babypflege, die schmutzige Windel wechseln. Juhu, Lobby ist auch zu Hause. Fiona ist zu Hause. Okay, Fiona auch erstmal müdi, müdi, schlafi, schlafi. Fiona geht ins Bett. So, Leia, die hat irgendwie noch Zeit. 15 Stunden Training abgeschlossen. Die kann eigentlich machen, was sie will. Oh, ich muss gießen. Singen, Robotik, Logik. Forsch oh, Robotik. Robotik ist auch so pain. Vielleicht sollten wir uns mal ein Buch organisieren. Bücher kaufen. Fähigkeiten. Robotik Band 1, das wäre doch was. Fähigkeiten. Robotik Band 1. Raketenwissenschaften. Robotik 1 haben wir schon im Besitz. Aha! Sehr gut. Dann lesen wir das doch mal. Forschen, debattieren. Ich liebe Programmieren. Robotik Band 1. Pfeif dir das mal rein. Das wäre großartig. Super Pocahontas. Mulan. Die liest da in ihrem Buch. Was brauchen wir denn? Charismafähigkeit. Oh, reden üben. Hast du einen Spiegel in deinem Zimmer? Hast du? Können wir daran reden üben? Ja, stark. Können wir.
Das machen wir doch direkt mal, damit das hier nicht so ganz eine Katastrophe wird. So, Fiona mal ins Bett geschickt. Lea guckt, dass TV-Staffelpremiere fährt. Die TV, Sama! Du hast. Hallo? Okay, Kind schläft, Kind schläft. Aber da sind doch hier noch. Okay, das ist so ein stinkiges Kind. Mehr Auswahl, Babypflege. Schmutzige Windel wechseln. So, Barbie, auch zu Hause. 500. Bam. Sehr gut, Barbie. Barbie ist. Barbie müde, Barbie schlafen. Ja, mach doch mal hier. Barbie müde, Barbie schlafen. Hier ist sonst. Dreht die mir noch durch. Und das wollen wir nicht. Oh, der Leseklub ist zurück. Der Leseklub. Oh, schön, ihr zwei. Ist auch hier wieder sehr dunkel. In diesem Haus gibt es einfach überhaupt keine. So, Robotikfähigkeit erlangt. So, du hast auch noch keine TV-Staffelpremiere geschaut. Bitte schauen Sie sich eine TV-Staffelpremiere an, sonst drehen wir hier irgendwann durch. Sie könnten bitte mal hier alles aufräumen. Das wäre wunderbar. Erstmal hier, wie sieht es hier drinnen aus? Können wir Abendessen servieren? Einen Salat, das ist immer gut. Robotikfähigkeit erlangt. Juhu. Dann haben wir. Sissy, die hat schon wieder eine Liste an Dingen, die sie erledigen muss. Sissy, oh Gott. Ich hätte dir eigentlich gesagt. Ja. Okay, das ist mit Sissy ein ganz anderes Problem. Das kriegen wir hin. Guck mal, du kannst dann auch gleich noch einmal schnell duschen. Schnell duschen wie so ein Schnellkochtopf. Und dann kannst du dir auch einmal Reste nehmen. Und dann auch huschi huschi ins Bett. Ariel. Oh, wie das hier oben aussieht. Was da noch kommt, Stimmchen. Juhu. Der Start einer großartigen Seelenreise. Das ist toll. Was hältst du davon, wenn du einfach mal ein Schaumbad nimmst? Dann kannst du dir Reste nehmen. Und dann kannst du auf jeden Fall zurück schlafen gehen. Steh mal auf. Schneewittchen. Okay, Schneewittchen kocht gerade. Wenn Schneewittchen fertig ist mit Kochen, dann kannst du hier oben auf jeden Fall mal staubsaugen. Ansonsten glaube ich. Quise! Okay, da hat sich der MCC verschluckt. Das ist aber nicht so schlimm. Wie sieht's aus? Sind wir durch? Die TV-Staffelpremiere haben wir geguckt. Wuhu! Was hältst du denn dann davon, dass du dich vielleicht mal. Ich meine, guck mal, nicht so schlecht. Die Kinder sind halbwegs ruhig. Kann mir irgendwie gerade was machen. Ansonsten, was hast du für Dinge, die du erledigen musst? Dann arbeiten wir daran. Singen, Backen, Comedy, Charisma, Schelm, Videospiele. Easy. Ja, wir zocken. Das machst du doch schon mal richtig gut. Level 4 Erziehung. Ja, das wird richtig was. So, und auch diese Flasche können wir einfach. Okay, der Mülleimer ist noch nicht ready, dass wir da was reinschmeißen. Okay. Wir arbeiten. Ich mach das mal hier kleiner, weil das ist ja jetzt hier irgendwie auch richtiger Quatsch. Okay, Schrei des Babys ignorieren wir einfach. Alles klar, kein Problem. Was hältst denn du davon? Achso, hier schläft Barbie. Lass Barbie mal schlafen. Aber du könntest auch nochmal die TV-Staffelpremiere dir reinziehen. Definitiv einmal auf Klo gehen. Jemand hat seinen Robotik hier liegen lassen. Du kannst dir einmal Reste nehmen. Ja. War Robotik nicht so. War nicht so spannend? Wahrscheinlich. Sonst hätte sie es wahrscheinlich da nicht so hingelegt. So, Mulan futtert in ihrem Zimmer. Die hat wohl keinen Bock auf die anderen. So, Fiona. Ja. Wenn wir dann. Können wir ja dann hier irgendwann auch mal. Wollen wir mal so ein erstes, schönes Bad machen?
auf Plopsi anbieten. Stricken. Strickkleidung. Pullover stricken. Machen wir den nächsten, oder? So. Stricken Sie mal. Ich glaube, das wäre gar nicht so doof, wenn wir jetzt hier mal so ein erstes. Ich mache mir mal ein erstes schönes Bad. Irgendwas, was hier so ein bisschen besser auch reinpasst in die ganze Geschichte. So. Dann schauen wir doch mal, was wir da so Hübsches haben. Also, auf jeden Fall eine schönere Dusche. Ich meine, die passt so vom Design her ganz gut. Singfähigkeit plus, das auch. Hygiene 6, Hygiene 6, stressgemildert 3. Hier haben wir mehr Stress gemildert. So viel teurer ist die jetzt auch nicht. Und wenn wir die in... Ich meine, so Schwarz-Gold ist schon edel. Da haben wir doch auch noch die passende Badewanne dazu, oder? Ich meine, mich zu erinnern, dass es... Ja! Ich finde die schon sehr hübsch, ne? Das ist schon... Das ist schon ein bisschen cute. Hm. Das ist ja leider so... Das ist ja leider so ein bisschen zu... wir könnten aber auch hier... Dann... Oh, das passt aber nicht so ganz, ne? Oh nee, das ist ja doof. Aber wir haben schon eigentlich auch hier das... Ja, wollte gerade sagen. Wir können es halt so machen, ne? Schon gut. Schon... Es gefällt mir leider. Erbstück erforscht, aber Tierenfähigkeit, Tanzfähigkeit. Okay, aber ihr findet das nicht gruselig. Weil in dem Set gibt es irgendwas, was die ganze Zeit als gruselige Einrichtung dann bezeichnen. Das finde ich tatsächlich ultra anstrengend, weil dann fürchten die sich die ganze Zeit und ich verstehe nicht so richtig, was das Problem ist. Und ich habe auch noch nicht eruiert, was es ist. Und nein, das ist nicht das Bild vom Grimm. Das hängt nämlich nicht in der Wohnung. Das haben wir da nicht. Aber das ist doch schon mal... Oh, gefällt mir bis jetzt. Jetzt brauchen wir noch einen Vorhang. Vorhang im Bad. Very important. Irk. Irk. Badezimmervorhänge wären schon irgendwie cute, ne? Wenn es da irgendwie was gäbe, was nicht ganz so... Das ist einfach zu viel zu massiv. Sowas ist ja Quatsch im Bad. Wenn wir das jetzt mit Gold-Applikation hätten. Wobei ich muss sagen, ich finde es mit dem Bronze auch nicht so schlecht für ein Bad. Geht voll. Geht absolut. Okay. Oh, ich habe das Klo vergessen. Okay. Vielleicht sollten wir auch ein Klo in diesem Bad haben. Maybe. Wäre schon nicht so schlecht. Hier, der Schwanthron. Kann ich mir nicht leisten. Oh. I mean, es ist special. Aber irgendwie finde ich das ganz cool. Es ist eine Special Toilet, die ich auch nicht allzu oft nutze tatsächlich. Eigentlich nie, weil ich sie eigentlich gar nicht schön finde. Aber ich finde, können wir mal machen. So. Und dann nehmen wir die Badematte hier. Und dann brauchen wir noch eine Badematte vor der Badewanne. Ist auch sehr viel Teppich in einem kleinen Bad. Sehr viel Teppich in einem kleinen Bad. Okay, was halten wir denn von einem... das passt dann wieder zum Vorhang. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann... ja, was haben denn die Prinzessin vielleicht so?
Und das können wir alles dann gleich noch ein bisschen schicki hinstellen. Das habe ich schon bemängelt, dass ich das scheiße finde, dass in diesem neuen Dings da hier, dass die hier die Punkte vergessen haben, dass man da was draufsetzen kann. Das ist voll schade. Das fehlt mir tatsächlich persönlich. Definitive. So, Handtücher. Very good, very good. Und dann vielleicht noch dieses... Ja, das ist halt irgendwie cute. Aber ich weiß nicht, ist es zu modern? Ja, irgendwie ist es süß, oder? Und jetzt... haben wir noch mit dem... Was hängt denn schon kreativ? Ah, das ist irgendwie doof. Oh Mann, ich hab gedacht, das ist cute. But it's actually not. Das hängt einfach im Weg. Aber wir könnten den Faden an der Wand nehmen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Faden an der Wand. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Bin ich doof? Natürlich bin ich doof. Aber wo ist er? Oh, manchmal ist man auch ein bisschen sachenblind, ne? Ich mach da immer so nein, 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 gehen aber so ein bisschen rüber, dass wir hier vielleicht noch ein Lampen oder die, ja doch, ich will die Lampe irgendwie auf der Seite haben. Okay, und dann machen wir hier auch noch mal so ein Handtuchstabeli hin. Handtuchstabeli. So. So, wir könnten da unten ja noch so ein kleines Handtuch hinhängen. Eins mit einem... Naja, ich finde das schon okay. So, aber das müsste ja eigentlich... ich häng das hier hin. Und das Handtuchstabeli... Das kommt... Was ist denn? Handtuchstabeli. Parfüms. Und die Seife. Hat's! Okay. Finden wir das? Wie finden wir das? Badezimmerträume. Wir finden das super. Und damit beenden wir Episode Nummer 58, in der wir vor allem ein Badezimmer gebaut haben. Wenn ihr mehr seht wollt, kommt gerne auf Twitch vorbei. Da heiße ich XRKMiau, wie auf allen anderen Social Media Plattformen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.